Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten TCG auf meinem Kanal. Ja, kleines Vorvideo mit dem netten Kollegen hier neben mir, denn der hat ja Geburtstag. Ja, eigentlich, wenn wir es aufnehmen jetzt nicht, das ist Mittwoch, ich habe Donnerstag, aber... Ja, genau, das kommt ja sowieso erst im September raus. Genau, also scheißegal. Und der Wette Feuerspyro wollte noch die Geburtstagsgeschenke sehen, die ich von den beiden noch bekommen habe. Von Elton, wie gesagt, wissen wir ja, dass ich die Festplatte bekommen habe. Und dazu noch diese... Also ich würde schon sagen, Jumbo-Tasse hier von Crash 4. Ja. Ich benutze sie eigentlich die ganze Zeit. Also die benutze ich eigentlich kontinuierlich. Jetzt sogar mehr als meine Spyro-Tasse. Das ist schon mal was ganz Besonderes. Ja. So, und jetzt komme ich, für Tee trinken, genau. Und jetzt kommen wir zu den Geschenken, die Amy gebracht hat. Und zwar einmal, ich muss hier was abdecken, so eine FIFA-Icon-Karte. Ja, sah größer aus. Ja, aber trotzdem, ich zeige auch nochmal hier die ganzen Stats und so. Das ist hier spiegelverkehrt, aber ich hoffe, man kann es sehen. Und du kannst ja sagen, was das jetzt alles für Stats sind und so. Ja, also Pace ist ja Geschwindigkeit, ne? Das ist also von früher ein bisschen kennt man ja Patricks Geschwindigkeit. Schießen war ja jetzt nicht ganz so wild. Da ging es meistens über den Zaun. Richtig. Was ein Götterpass, die Geschichte erzähle ich vielleicht war anders in FIFA-Part. Genau. Dribbling war ich sehr großzügig. Ich weiß gar nicht mehr, ob Patrick dribbeln kann. Defensive, das Torwart und noch, deswegen auch Libero, Torwart und noch Verteidiger. Er war Schicht im Schach und Physik, es kam mit jedem klar. Ja, genau. Und dann noch dazu, ich werde das jetzt unten, was er dazu noch geschrieben hat, mal abdecken. Diesen Plazy Conti quasi. Und da kannst du ja auch sagen, du hattest ja die Angst, dass es ein Xbox-Conti wird. Ja, ehrlich, das sah auf dem Bild leider aus nach einem Xbox-Conti. Und dann hatte ich echt gebangt, weil es war schon echt knapp mit den Geschenken. War schon ein bisschen spät dran. Da dachte ich so, scheiße, wenn es jetzt ein Xbox-Conti ist, wird er mich verprügeln. Und ja, deswegen auch auf jeden Fall auch an euch beiden nochmal vielen Dank für diese Geschenke. Das war wirklich nett von euch. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was wir eigentlich machen wollten, nämlich zu deinen Geschenken. Ja, ehrlich, also anscheinend haben wir mal drüber nicht drüber gesprochen, irgendwas fehlte noch zu meiner Sammlung oder so. Richtig, genau, und beziehungsweise es generell etwas spät kommt, ja, aber trotzdem. Uh-huh. Und dazu noch, ich habe noch was Drittes besorgt. Ach du Scheiße, ja. Okay, dann mach ich mal die Augen zu, ne? Ja, mach jetzt mal die Augen zu, ich habe es hier im Schrank, diesmal aber richtig, ne? Nicht so wie beim letzten Mal. Hä? Ich habe letztens die Augen zugehalten. Ja, nein, ich meine mit dem, wir haben uns falsch hingesetzt. Ach so, ja, stimmt. Warum ging es nicht? Ich mach jetzt mal wieder kurz zu. So, also das erste, ja, wieder, das ist was etwas kleineres. Den Schlüssel. Ja, tschüss, Digga. Einfach ein Schlüsselanhänger. Ich wusste es. Ja. Ah, dickste aufmachen. Ich glaube, das kommt an meinen Autoschlüssel. Ja, ich habe ein Auto. Geil. Da kannst du Batterie reinstecken, das leuchtet dann. Ja, sehr wild. Dankeschön. Jetzt kommt quasi das, was ich mir jetzt noch neu dazu geholt habe. Okay, tschüss. Da kann ich nichts zu sagen. So. Ah, ich wusste es, das klang so nach einer Cap. Mega. Und dann auch noch schön von Twilight Princess. Oh, tschüss, das ist klein. Ja, du kannst es aufmachen. Ja, ich kann es natürlich aufmachen. Ich dachte, es futzt sofort. Oh ja, sehr wild. Ja, perfekt. Sitzt einfach perfekt. Freut mich, MacMedia. Ja, das ich mir schon. So, ja. Und jetzt das Letzte. Okay. Wie gesagt, es kommt zu spät, aber ich hoffe, dass es für deine Sammlung in Ordnung ist. Meinst du, es ist ein bisschen größer, oder ich meine? Ja, es ist ein bisschen größer. Ach du Scheiße, das Lösungsbuch! Ja, von Breath of the Wild. Ja, und da war jetzt meine SD-Karte voll. Und ein anderer Tag, ne? Deswegen ja, ein anderes T-Shirt. Genau, richtig. Das ist der zweite Teil und wir nehmen das jetzt ein bisschen später auf. Wie gesagt, falls ihr es noch kurz am Ende noch gesehen habt, das war ein Lösungsbuch von Breath of the Wild. Genau, habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Wie gesagt, etwas zu spät leider. Er hat schon durch, aber ich dachte mir so, als für seine neue Zelda-Sammlung. Ja. Das auf jeden Fall. Kann man das auf jeden Fall... Ich dachte, du meintest eine Büchersammlung, deswegen war ich verwirrt wegen der Sammlung. Ja, nee, ich meinte halt, ne, die Zelda-Sammlung.
Aber bevor wir jetzt noch zum eigentlichen TCG gehen, gibt es noch ein weiteres Geschenk, aber nicht von mir, sondern von dem werten David, der hier noch mit im Zimmer ist. Yo. Komplett unerwartet, ich habe damit gar nicht gerechnet. Ja, er hat mich vor ein paar Tagen angeschrieben und hat gesagt, dass er noch was für dich hat. Und ja. Schön. Okay. Einfach Geschenk. Ja. Ja, kannst du auch einfach aufhalten. Also einfach auseinander. Oh, okay, irgendwas von Zelda. Oh shit! Oh, sehr nice! Sehr nice mit LED! Ja, ich hab's mal näher ran. Gehen an und aus. Sehr gut, vielen Dank! Gerne schön. Sehr, sehr geil. Sehr geil. Na, wieder was für eine Sammlung. Eine Riesensammlung. Wer weiter? Sehr, sehr wild. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, euch hat diese kleine Reaction von ihm gefallen und nach dem Intro sehen wir uns dann in unserem gewohnten Feld wieder mit Elton beim TCG. Oh, roasted! Hallöchen, da sind wir wieder zurück und das sieht gerade ein bisschen komisch aus mit mir, mit der Kamera, aber passt schon. Ja, der nette Kollege ist dabei, nachdem wir das Vorvideo mit Sadie gemacht haben. Das Doppelte, weil mein Akku voll war. Speicherkarte voll war. Genau, es geht los mit dem nächsten TCG-Opening und zwar mit der neuesten Erweiterung aktuell. Ja, ich habe wieder mal ein Display geholt von der neuen Erweiterung Drachenwandel. Dazu zwei einzelne Booster und zwei Sammler-Kits. Und natürlich gucken wir uns auch dann nochmal das an, wie das Poster aussieht, Spielmatte aussieht und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, was hier alles... Also ja, ich habe mal eine grobe Liste mir mal angeschaut, aber die meisten Artworks wurden halt nicht hier gezeigt. Hier unten. Das ist auch da. Auf der anderen Seite. Dann reiß ich doch so auseinander. Naja, das ist schon. Ich hier, Alter. So. Ja, okay, das kennt man mal wieder. Ja. Schön die Karten rein. Ach, hier sieht man auch die Artworks. Ja. Oh, Rekorder, sehr interessant aus. Die ganzen Neugierigen unter euch. So sieht das schöne Poster schön aus. Hinten natürlich die wunderbare Spielmatte für die ganzen Leute, die das TCG gerne zocken. Bin ich da Fan von, aber... So ein Poster nimmt man mit, ne? Ja, Poster sowieso, aber das ist die Spielmatte, jeder Nacht sein. Ja. Oh, blöd, jetzt gehe ich wieder zu. Okay. Ist zwar nicht so ganz richtig, aber ist schon nur sicher. Ah, ist scheißegal, solange es jetzt so bleibt, auf den Boden geklatscht wird, fertig. Wir haben jetzt insgesamt 40 Booster, für jeden 20. Ja, ich würde sagen, das Ding wird noch geöffnet, leider. Gut, okay, dann öffnest du das erstmal, danach machen wir hier die einzelnen Booster erstmal auf. Danach, ja. Danach geht's los. Ja, Ofen. Okay. Oh, mein Hals, ey. Der Profi, man kennt ihn. Ich hätte überall im Laden arbeiten sollen. Bist du nach Tara Seite oder Rayquaza? Ich nehme nach Tara Seite. Okay. Deine Seite. Meine Seite. So, ein bisschen ranrücken. Das sind ja die ersten beiden gewesen. Genau. Oben. Dann fangen wir mit dem von dem Sammler-Kids an, ne? Boah. Bin ich mal gespannt, Alter, was hier drin sein soll. Ja, bin ich auch gespannt. Ich glaube, Artwork-technisch ist alles neu. Also jetzt auch von den ganzen Comic-Karten. Glaube ich auch. Bin mir nicht sicher. Ich habe das lange nicht mehr geöffnet. Nee. Kristallhöhle. Ja, und ich habe dieselben. Ah, ich schmeiß weg. Ich schmeiß weg. Elementarorden. Das ist die Karte, die wir bei Eevee Heroes gezogen haben. Erinnerst du dich? Nee, das an Sonic Heroes erinnert. Ach lol, stimmt. Jetzt wissen wir, was das ist. Du hast einen Double Pull gemacht. Nee, komm, schon Triple Pull. Triple Pull? Ach, du liebes bisschen, ey. Ja, mach weiter. Oder ich bin schon weiter. Achso. Altaria. Mach du? Genau. Yo! Ja, aber das ist wie? Okay, ja. Gleich mal das Cover legen, ne? Stimmt, wir haben ja noch eine Wette gemacht, aus dem Puls derjenige darf behalten, ne? Also. Ja, genau. Oh, schon ein schönes Artwork. Fließende Angel, Quasar Remix. Ja.
Ach, Leute. GG? Da wisst ihr schon mal, wer da wahre Profi ist. So, das ist das zweite davon. Das ist jetzt das lose Pack quasi, was ich noch geholt habe. War das lose? Keine Ahnung. Das ist jetzt das. Ja, ich habe extra zweimal Reichfaser genommen. Ja? Ja. Digga. Der Quasar ist auch so. Habe ich dir gerne gepult, mein Junge. Schneeblattorden. So, wir heizen hier wieder durch. Hubbelo, mach du zuerst. Alles klar. Rainbow Nachahmerin. Ja, Trainerkarte Rainbow. Ja, im zweiten Booster. Ich sag mal so, die losen Packs und die aus dem Sammelkit. Die wenn jetzt hier nichts gefühlt ist, dann lohnt sich mir das zu holen, Leute. Ja, irgendwie schon, ne? Wo sind die Hüllen, ne? Ja. Aufpassen. Wo hast du die hingelassen? Die müssen immer noch da unten sein. Natürlich, Leute. Eingesammelt werden. Ganz klar. Gleich mal eintüten hier, ne? Ja, normal, Bruder. Haben wir ja komplett vergessen. Noch schön mit den Eevee Heroes Hüllen. Schön den Schutz haben hier. Ja. So. Passt. Sieht doch gleich besser aus. So, dann let's go, Mann. Jetzt gucken wir mal, ob das Display besser ist als solche losen Sachen. Ja. Vor allen Dingen die Nachahmerin war einfach in einem losen Pack aus meiner Arbeit, ey. Oder da hast du auch mal das richtige Pack rausgenommen, Alter. Ja, ausnahmsweise mal. Warum sind die schon wieder so gebogen? Keine Ahnung. Was hast du schon wieder damit gemacht? Ich habe nichts damit gemacht. Natürlich hast du was damit gemacht. Hoppla, jetzt habe ich ihn damit voll gemacht. Marshadow. Achso, ja, Leute, ich habe schon die. Oder das. Was ist denn heute los mit dir? Ja, sorry Leute, meine alte Kamera hat wieder den Geist aufgegeben, weswegen ab jetzt die Facecam da sein wird. Tut mir leid, ich werde versuchen, mir eine neue Kamera zu besorgen, damit das nicht nochmal vorkommt. Wir haben uns jetzt die Kamera von David ausgeliehen und die sollte vielleicht auch mal hier die Aufnahme starten, ne? Wäre vielleicht auch ratsam gewesen. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Facecam ist abgeschmiert und ich muss mir bald mal eine neue holen. Die Puls habt ihr ja trotzdem gesehen und uns hört ihr ja auch über meine normale Cam hier oben. Deswegen, jetzt seht ihr nochmal unsere schönen Gesichter und jetzt können wir auch weitermachen. Richtig, jetzt können wir auch weitermachen. Genau. Oh, ich habe sogar nicht gleich. Ein bisschen mehr da rutschen, ich komme so hier rein, so richtig an. So? Ja, perfekt. Okay, ich habe jetzt natürlich bei mir die Tür offen, das Fenster offen gelassen. Also die Tür, besser gesagt. Also falls ihr irgendwas unsere hört. Unsere Stimmen, ne? Sind lauter. Genau. So nur schreien wir einfach. Ich kann gut schreien. Ja, das weiß ich. Liste. So. Oh. Okay, tamam. Vor allen Dingen, wir hatten auch gleich das gleiche Booster, ne? Ach, hattest du auch? Ja. Ich hatte auch Doradodon. Okay. Ach, den Namen hat er schon raus aus Pokémon. Ja. Ja. So, nächstes Booster. Ah, ja. Ich frage mich, warum alles hier verbogen ist. Irgendwas hast du angeschaut. Wie gesagt, ich habe nichts gemacht, als ich die geholt habe. So. Oh, okay. Oh, Bock, Chan. Nee, ich auch nicht. Also, Die Random Booster waren besser. Ja. Da seht ihr auch schon das Ergebnis. Und das Sammlerkit auch. So, wir machen das hier jetzt. Komm wieder Wasserenergie, Alter. Was ist denn heute? Wir machen das jetzt. Upsala. Ja, gib mir ruhig die Karte nochmal. Habe ich eine Karte mehr. Wir machen das hier im Speed-Modus hier durch, ey. Hippopotas, okay. Okay. Holo. Und ich hab nix. Wird nicht eingetötet. Holo ist ein Loser. Okay. Moment, das hässliche Viech. Okay. Das war mit gut oder was? Hab ich nie gesagt. Siehst du? Schon wieder Wasserenergie. Ey, langweilig, ich kann das nicht wissen, Alter. Ich glaube, du müsstest mir gleich mal ein Glas Wasser bringen, Alter. Ich glaube, das ist so das Zeichen dafür. Ja, genau. Digga, was ist mit los mit mir? Ich mach alles gut. Volle Puppe, nice. Okay. Nee, nicht. Aber wenigstens noch ein Pull. Stimmt, muss erstmal eingetütet werden. Der Junge ist noch nicht so richtig drin. Nee, im Eintüten definitiv nicht. Ist ja eigentlich auch gar keine Kunst. Einfach nur Hülle nehmen, Karte, eintüten.
Wollt ein Tutorial sehen, Alter? Party mit einem Video geflogen. So hört man richtig eine Pokémon-Karte ein. Was ihr beachten müsst, ist das Ananas. Obwohl gar nichts zu beachten ist, aber. Auch die Schuhe die gleichen, ne? Ja, Kapuze, Reporteros. Gummihandschuhe, ah ja. Pikachu! Sag, Bummel, willst du sterben oder? Evoli. Entehodo. Oh, ne V. Nice. Mashallah, sag ich dazu. Ja, ja. Schön, ein Typ mir. Natürlich die wunderbare Karte. Falls der eine oder andere die nicht gesehen hat. Jetzt kommen die vielen Nara-Pads von mir. Ich hab nicht sortiert oder sowas. Ach so. Hatte ja genug Zeit. So. Was ist das denn? Bissdrachenrolle? Und ich hab Flugdrachenrolle gehabt. Kenn ich gar nicht, Alter. Das ist von dem neuen Kampfstile-Set wahrscheinlich. Ich dachte gerade, ein Schreibfehler, aber es ist kein Schreibfehler. Metaking. Mach du. Na, schaff. Lol, beide Lappel. Okay. Ja, nächstes Mal die Nahrung. Ja, mir auch. Ah, so langsam bin ich enttäuscht vom Display. Ich auch. Oder nächstes Mal holst du dir 30 Schnellkits, Alter. Ein paar Random Kits. Da kriegen wir die besten Puls. Okay. Oh Mann. Nochmal eine Seelenmaske, Alter. So unnötiges Pokémon, so schwach. Gut, mach mal wieder den Move. Letztes Mal habe ich was Geiles bekommen dadurch. Oh. Ich glaube, Leute, ich mache das jetzt nur noch. Escalon. Ach, das ist der. Wir haben eigentlich den anderen gemeint, aber das ist ja der komplette andere. Gut, weiter. Ach, die Höhen. Sind, glaube ich, in die Holos. Ja. Nichts Besonderes. Schmutz. Einfach weg. Schmutz und Scheiße. Genau. Gut. Kollege. Oh. Shopping Center. Boah, ein paar Spiele müssen wieder gekauft werden, Alter. Flora, Terrybug. Du? Hm? Ui, noch ein. Amalias Entschluss? Noch jemand dran, aber. Trainer Holo-Karte. Holo. Fuller-Karte. Starke Holo. Warte mal, Leute. Lost is ich hell. Ich glaube, das ist die Full Art. Lost das ist eine Holo-Karte. Lost is Mensch. Hell. Eine zweite Trainerkarte. Die Full Art. Oh. Naja, Rainbow. Ja, ja, ich meinte ja halt. Aber ich weiß ja, was du meinst. Trainer's Secret. Das ist ja das Mindeste. Ich weiß ja, was du meinst. Das ist dann, dann fühlst du dich nicht ganz so doof. Das ist ja, ich bin doch sowieso doof. Ja, das stimmt. Ich bin irgendwo wieder da, dann geht mir das viel auf den Nerven. Mana. Na, so okay. Long. Mach mal Melotix. Ach, die Natara-Pads, die bringt's nicht, Alter. Natara, du bist doch mein Liebling-Evoli-Pokémon. Oh, der Scheiß. Hm. Bring mir mal eine geile Goldkarte oder so. Wäre schon cool, ne? Oder ich glaube, es wird Zeit, den Ash Ketchum zu machen. Gerade Ketchum all, meine Bitches. Ach, schade, man sieht schon wieder auch nicht. Okay. Let's go. Schatzenergie, Schleifenorden. Oder das Herz ist für den Pull. Ketchumie, die Buskos, Ringena. Jetzt habe ich schon wieder den Schleifenorden. Okay, mach. Ja. Alter, ich bin was ist heute los mit dir? Keine Ahnung. Let's go! Gerade redet ihr noch von der Goldkarte, ne? Gerade redet ihr noch von der Goldkarte. Der Ash Ketchum Move, meine Damen und Herren. Man kennt ihn. Torfield Stadion. Oder Pflanzenarena. Ja, Leute. Jo. Da weiß man doch einfach nur, wer der Profi ist, Patrick, oder? Ne? Willst du sich dann noch zugeben? Wer der Profi ist. Da hat er es gerade noch gesagt, ne? Ja, Bruder. Was soll ich sagen? Goldkarte. Was soll ich sagen, Mann? Die Goldkarte weiß, zu welchem Besitzer er gehen möchte. Boah, also den habe ich gepult, den habe ich gepult, die beiden habe ich gepult. Du hast das. Ja, und noch die Enter und du hast noch. Ja, und ich habe nur Floris, aber ja. Ach, die Holokarten unbedeutend. Haben nicht mal Bedarf, hat nicht mal das Recht, dass man die aussprechen soll. Gut. Rosa, so Turze, jetzt mach ich mal zuerst. Oh, Gala, Zapfus, Holo. Ja, und ich hab noch Schaffe. Ich bin mal gespannt, schaffen wir noch die beiden anderen Vögel in Holo zu kriegen, wenn wir müssen. Sehr geil. Dann wäre das Trio halt komplett soweit, ne? Ja.
Von wem warst du jetzt nochmal der Fan von den beiden, von den drei Gala-Flügeln? Von Zapdos. Von Zapdos? Ja. Ach, Lavados. MVP, Alter. Schön Feuer und Licht, Alter. Beste Kombi. Feuer hast du auch gerade gehabt, ne? Jetzt hab ich hier. Come on, ey. Bruder, ganz so entspannt. Wollen wir nochmal ein Tutorial machen, wie man auch ein Pack öffnet? Ich glaub nicht, wir haben Start, Mann. Es geht halt nur um das Ziehen, ey. Ja, ja, das, das ist das Wichtigste. Irgendwie halte ich die Karten zu fest. Und deswegen wollen die nicht so richtig. So, letztes nach Tara-Pack, da habe ich glaube 4 geile Rekorder-Packs. Aber durch eine nach Tara-Booster schön die Goldkarte. Richtig. Gezogen. Hast du gerade hast du vorhin noch gesagt, hol gib mir doch mal die Goldkarte. Zack. Oh. Ups. So. Ja, normal, Bruder. Wenn ich was möchte, dann kriegst du der Papa auch. Ich hab schon wieder das Türbett gemacht, Alter. Ja, schade. Aber schon mal den zweiten Vogel. Perfekt. Digga, ist ein Vogel oder was? Meiner piept die ganze Zeit im Kopf. So, komm. Jetzt noch einmal ein Lavados, Alter. Und dann haben wir wenigstens das Trio Completo. Ich bin statisch aufgeladen, mein Junge, weißt du das? Und ich bin brandheiß auf dieses Pack. Oh shit, bro. The Dream, ein Pulje zu bekommen, Leute. The Dream Ball. Ein Pulje. Spiris, die Schurze, Lucky the Chani. The Dream! Jo, da ist der Dream. Dural oder ein V-Max. Digga, The Dream. Ich sag doch, The Dream, Alter. Man möchte die Puls haben. Aber sowas von. Oh, schon eine schöne Karte, Alter. Mhm. Der Wolkenkratzer. Ach, der. Aber aus dem Vektorensaft-Pack. Ah, lol. Die Fähigkeit heißt sogar Wolkenkratzer. Hm. Wusste ich gar nicht. Das ist eine Spielbild-Sauerkarte aus Yu-Gi-Oh! Verdammte Scheiße, Mann. Gut. Na, let's go. Bumblebee, Boost Check, Woppe, Missgeburt, was? Gut, let's go. Tombok V-Max. Jetzt kommen die Puls plötzlich, ne? Schon eine geile Karte, Tombok. Jetzt kommt plötzlich die Puls. Schön. Hast du ein bisschen mehr von deiner Sammlung? Ja. Irgendwann machst du Großverkauf. Pokémon-Karten mitgeben. Ja. Leute, wenn ihr so eine Aktion mal sehen wollt, sagt Bescheid, dann machen wir Stream weiter und dann. Macht euch bereit, Alter, euer Portemonnaie wird dann leiden drunter. Für jede Karte mindestens ein Taui. Ha, alles klar. Mhm. So läuft das Geschäft-Business, mein Junge. Glaub nicht, ich habe Erfahrung von. Glocks-Eis, Tarnay, wenn man jetzt einen Selbstmord begehen möchte. Monty. Oh, Felinara. Okay. Alter, jetzt kommen wir aber wirklich die Puls. Sag ich ja. Ist aber auch schon das letzte Booster. Stimmt, Alter. Hab ich gar nicht. Ja, ja, wir haben das einfach durchgerusht gerade, ey. Jetzt kennst du uns doch. Wir rushen doch immer alles durch. Und nicht so wie die ganzen immer so, ja, auf jedes Artbook eingehen. Nein, Bruder, warum? Kommen Karten, interessiert doch keinen. Man möchte doch immer die dick Puls sehen. Und außerdem, man sieht sie ja auch in der Kamera, ne? Deswegen, guck. Man kann, wenn ihr schlau genug seid, Leertaste drücken, pausieren. Dann könnt ihr die Karte richtig sehen. Deswegen möchte ich jetzt noch einen Bull. Ist der Long schon wieder? Galalavados, jetzt haben wir sie! Oh, Zoroark, Holo! Na, perfekt! Ja, alle drei Vögel! Alle drei Gala-Vogel-Pokémon haben wir. Und zwar, ich habe sie sogar nacheinander gezogen. Ne, Zapdos habe ich gezogen. Zapdos ist. Oh, sorry. Oder? Weiß ich nicht. Nee, oder? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich habe Zapdos gezogen. Ja, ist ja scheißegal. Leute. Ja, haben wir sie alle. Alle drei Vögel. Perfekt. Maschallah. Ja gut, zwar unbedeutende Scheiße, aber wenigstens mal was Gutes. Ja, also, was soll ich sagen? Ausbeute ist ja eigentlich nicht schlecht, ne? Nee. Boah, Gyarados V hast du gezogen? Ja, genau, das war aus dem Sammlerkit. War das aus dem Sammlerkit? Das war aus dem Sammlerkit, genau. Lol, Ohafne V habe ich gezogen. Richtig, genau. Pestriodon hab ich auch nochmal gezogen. Richtig, das hast du gezogen. Minara hast du ja gerade eben gezogen. Richtig, genau. Passt so. Polyporba hast. Hab auch ich gezogen. Du gezogen, ne? Das genau. Ich will nur einfach mal so einen Passverstand machen. So.
Ja, 3 von 2 gerade. So. Rayquaza, B-Max, hab das warst ich du gezogen. Genau, das war aus dem das Rainbow hast du 100% gezogen. Ja, Rainbow genau. Hast du auch gezogen. Richtig. Die beiden hast du eigentlich gezogen, ne? Nee, Duraludon hast du gezogen. Ich habe nur die hier. Und die beiden hast du gezogen. So. Das heißt, im Endergebnis habe ich 2 normale V-Karten gezogen. Du hast 3 gezogen. Joa, dann hast. Joa, die können wir gleich rechnen mit denen hier. Na gut, dann habe ich halt die wertvollere gezogen, ne? Goldcarded Rainbow. Aber dafür habe ich noch die hier noch gezogen. Ja, meine ich ja, die beiden sind ja gleich wie die beiden. Achso, ist ja nur noch Hullard. Ist ja nichts anderes. Genau. Goldcarded ist ja komplett was anderes und Rainbow auch. Ja, genau. Aber trotzdem, Guys. Relativ ausgeglichen, ne? Nice Puls, Alter. Nice Puls, habe ich gesagt. Boah, hast wieder was Schönes für deine Sammlung, Alter. Ja, auf jeden Fall. Und wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da oben und aktiviert die Glocke. Schreibt gerne in die Kommentare, wer da war Profi ist hier. Ich denke mal, ich bin der Profi hier. Die Karte beweist es natürlich mit Ansage, ne? Also, oder direkt mal die Karte gezogen. Und die, okay, geht weiter. Und wir sehen uns im nächsten TCG wieder. Macht's gut. Und ciao. Ciao. Oh, roasted.